Perfekt, das wollte ich nicht. J wie Journal. Tagebücher. Da. Jetzt muss ich es vorlesen. 9. August 1839. Ich kann das Schwitzen und Zittern nicht einstellen. Das Ritual hatte nichts mit einem gesunden Verstand gemein. Ich hatte noch nicht einmal mitbekommen, dass der Kerker noch in Gebrauch war. Alexander ließ seine Bediensteten einen der Gefangenen holen, einen Mörder, wie er sagte. Alexander traf alle Vorkehrungen, sagte aber, dass ich das Ritual durchführen müsse, damit alles wie gewünscht ablief. Der Schatten könne durch das Blut eines anderen in die Irre geführt werden. Wir würden wertvolle Zeit gewinnen, wenn wir den Mann töteten. Was blieb mir übrig? Alexander sagte, dass es getan werden müsste. Er rettet mein Leben. Ich kann mir einen Streit mit ihm nicht leisten. Okay. Es funktioniert nicht. Etwas scheint mit der Maschine nicht zu stimmen. Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschine. Mit der Maschinerie. Okay, dann gehen wir halt in den anderen Weg, Raum, was weiß ich. 100 Pro, die Tür, die nicht funktioniert, die wird von einem Monster aufgedrückt. Weil wir uns dann hier drin verstecken müssen. Double, double, deep, dum, die. Es ist so dunkel. Ei, ei, ei. Und wenn wir jetzt da runter gehen. Ich meine, wir gehen ja schon in geraumer Zeit nur noch runter. Ich meine, wir befinden uns jetzt wahrscheinlich mitten im Erdkern und gleich wird es total heiß und. Was weiß ich. Und da sind schon wieder Geräusche und. Da ist eine Tür. Ich möchte wissen, was da hinten ist. Fackeln und zwei Zunderbüchsen. Jetzt haben wir 23 Stück. Das heißt, wir könnten eigentlich einmal. Ich möchte hier eine verbraten, damit wir hier. Hey, eine Zunderbüchse. Ja, hier. Wir haben sogar drei Laudanium. Das heißt, wir können uns von diesen normalen Mutanten wenigstens ein, zweimal hauen lassen. Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No. I can't feel anything. Alexander? Yes? Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Ich schieb ja gerade echt Hoffnung, dass das da hinten, da wo die Türen hier da mit den Brettern versperrt sind, dass das die Tür ist, die jetzt zum Eingangsbereich führt. Damit wir... Was zur Hölle? Damit wir jetzt wieder zum Eingang kommen. Aber was ist das? Was ist... Was zur... Ach klar, geistiger Zustand, aber natürlich. Bist du Agrippa? Aua! Ach so, das da. Tätige den Schalter. Ist das Agrippa? Erzähl mir mehr. Ja. Thank you. You have my gratitude. My name is Agrippa. Who might you be? Daniel? Like the prophet thrown into the lion's den? Tell me. Are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say. You've hurried too much. Alexander is toothless without an awl. He has one. That's not very promising at all. The sanctum is basically impenetrable, but I guess why more? It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my oath, a long time ago. Really?
Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken orb and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak madness, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Alright, wir kriegen unsere eigene Kugel und damit vernichten wir alle Leute. Ich meine natürlich, wir benutzen sie nur, um Alexander aufzuhalten und um die Mutanten zu töten und die Weltherrschaft an uns zu reißen und dann wird Preußen wieder auferstehen. Ich meine natürlich, ja, es wird eine Kugel benötigt, um in das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Ja. If you're really going after Alexander, would you consider taking ja, me with you? Bitte. I know it sounds ridiculous. I mean, look at me. But if you find anything concerning a man named Johann Rein, would you please bring it to me? I believe he was working on a way to help me. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. Agrippa, der sterbende Mann, sucht eine Notiz von einem Mann namens John Weyer. Ja, Johann Weyer. Ja, das mache ich. Das mache ich. Oh, that one. So many of Alexander's things are breaking down. Look out. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Natürlich, ich bin Archäologe, ich kann alle Maschinen reparieren. Nein, jetzt habe ich wegen dir meinen schönen Gedanken verloren. Was wollte ich denn gerade sagen? Was? Cornelius Agrippa. This one's quite important, you know. Baron Alexander has sustained my soul in this dead husk for years. Who knows how many? Hundreds, I presume. Okay. Ja, ich möchte jetzt bitte weitermachen. Alexander is quite impressive in many ways. But he has grown impatient. So, wir haben hier ein Totenkopf-Symbol. Da gehen wir nicht rein. Wir gehen dahinter. Machen wir hier erstmal Licht an. Ich möchte mich hier nochmal ganz kurz angucken. Dachte ich mir. Was? Eine schwere... Ja. Na, sag bloß. Aber solange es hier Licht gibt, finde ich alles in Ordnung. Und wir kriegen unsere Kugel. Das finde ich so genial. Das finde ich echt episch. Vor allem, weil wir dann, glaube ich, endlich... Weil wir endlich dann in der Lage sind... Das sieht echt ekelhaft aus. Bäh. Weil wir dann endlich dann wahrscheinlich in der Lage sein werden, diese Viecher zu töten. Hoffe ich und gehe ich davon aus. Ist hier was? Ne. Alter, da gehen wir aber noch nicht rein. So. Da ist auch bloß Blut. Na, jetzt müssen wir hier den Umweg gehen. Ich mache mir trotzdem auf. Nein. Da ist auch nichts drin. Okay, wie viel Öl haben wir noch? Wir haben jetzt 4 Kanister und so ein gutes Viertel noch. Ja, dann gehen wir mal die Treppchen hoch. Was haben wir denn hier? Eine Schweinehaxe. Ach ja, wie? Damit können wir was machen? Das ist ein Gegenstand? Okay. Ich bezweifle, dass es hier irgendwas gibt. I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus Rose obfuscating the truth in the dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. It cuts speak volumes, even though my mind remains silent.
will be back. They will be back. Jo, das ist mir... Was? Das ist doch nur ein... ein Dingskirchen gewesen. Also da habe ich jetzt selbst mich nicht erschreckt, Daniel. Und ich glaube mal, ich bin hier schon öfters erschreckt als du. Wie jetzt zum Beispiel. Oh oh. Ich hab da gerade rotes Licht gesehen. Genau da drin. Hallo? Also was hat Agrippa gesagt? Es sind Teile, ich schaue noch mit dem Mentor nach. Es wird an die Kugel benötigt, um, um ins innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Ja, eben nicht. Können wir jetzt da einfach so zum Altar gehen? Die Angst überkam ihn erneut. Er griff nochmals nach der leeren Flasche Laudanum. In seiner Frustration warf er sie gegen den Bettpfosten. Ich wollte die Betroffenen lesen, aber... da stand ja auch Bettpfosten und nicht Betroffener. Yay! Wir haben kein Öl mehr. Ach, was soll's. War das gerade Alexander? Der gerade eins dieser Mistviecher befohlen hat, uns zu finden. Da hinten stolziert gerade eins rum. Ich möchte wieder raus. Das wird wahrscheinlich die Tür sein von der Kanalisation. Okay, das wackelt dahinter. Es ist nur eins. Mein Gott. Just a little further. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Your intuition is remarkable. I'm not sure I'm following. It doesn't matter. It's just a myth after all. Rennt der gerade einfach so auf mich zu? Was zur Hölle? Du weißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt hier irgendwie verstecke hier rechts, oder? Okay, wir sterben jetzt. Ich sehe es schon, komm, wir sterben jetzt. Ich kann nirgends hin. Natürlich. Hallo. Grüß dich, hier bin ich. Hier verstecke ich mich. Hallo. Grüß Gott. Das Ding trägt einen Schlips, ich sehe es doch ganz genau. So, da können wir wie gesagt nicht durch, weil wir wahrscheinlich die Kugel brauchen. Trotzdem möchte ich wissen, wenn ich da jetzt... Ah, dachte ich mir, wusste ich doch. Ich immer so neugierig bin. Der Durchgang zum Altar ist auf geheimnisvolle Weise versperrt. Ja, das Sockel hat eine glatte, halbkreisförmige Vertiefung in der Oberseite. Natürlich. Ich würde jetzt gerne den rechten Raum da durchsuchen, aber hier sind die auf der Spur. Wieso bleibst du jetzt stehen? Geh weiter los. Ja, jetzt komm, schieb keinen Trip. Du siehst diese Figur nur von hinten. So, wir gehen jetzt da rechts rein. Da. Hör auf, dich so scheiße umzudrehen. Mein Gott, jetzt beruhig dich wieder. 12th of August 1839. Banishment ritual is taking longer than expected, and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners.
being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a